Preissteigerungen sind ja die letzten 1 bis 2 Jahre nicht ungewöhnlich gewesen. Und ich möchte in diesem Video einmal aufschlüsseln, wie du eigentlich den perfekten Verkaufspreis für dich finden kannst, ne? Und wie du damit sicherstellst, dass du nie zu teuer, aber auch nie zu günstig bist, sondern wirklich immer die optimale Abschöpfung hast, aber auch die optimale Wertschöpfung. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen jetzt im Video. Mein Name ist Alex und wir wollen uns heute mal anschauen, wie findet man eigentlich den perfekten Preis? Ich meine, klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass letzten Endes der perfekte Preis eine relativ komplexe Kalkulation für dich ist. Du hast aber in der aktuellen Marktlage eine Möglichkeit, es deutlich einfacher sogar herauszufinden, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Ne? Ich habe jetzt hier einmal so die ganz klassischen, BWL kennt man das, Angebots-Nachfrage-Graphen aufgemalt und der erklärt ganz gut, was gerade im Markt los ist, beziehungsweise auch, wie du den Preis bestimmen kannst. Weil kaum ein Handwerker hat jetzt gerade das Problem, dass er zu wenig Aufträge hätte. Ne? Die meisten haben genug Aufträge. Viele Partner kommen zu uns und sagen, hey, wir würden gerne noch mehr hochwertige Aufträge haben. An sich sind wir ausgelastet, aber wir hätten gerne von denen und der Sorte noch mehr. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz nochmal. Aber wenn ich grundsätzlich sage, ich bin ausgelastet, davon gehe ich aus, habe ich folgende Sache, die ich verstehen muss. Ich habe erstmal das Angebot, was im Markt existiert, und ich habe die Nachfrage. Bedeutet, Angebot sind aktuelle Unternehmen, die genau deine Dienstleistung, dein Produkt anbieten. Das hängt auch mit dem Material zusammen, das sind einige Faktoren, aber im Endeffekt die angebotene Dienstleistung letzten Endes. Wie viel davon gibt es? Die Nachfrage ist die Anzahl der, der Menschen, die quasi das Ganze gerne hätten. Und wir haben jetzt hier auf den Achsen einmal den Preis und einmal die Menge. Bedeutet, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wenn die Nachfrage extrem hoch ist, also wir extreme Nachfrage haben, aber das, das Angebot extrem gering ist, das wäre jetzt quasi hier oben der Fall, ne? Hier auf, dieser Höhe wäre das quasi der Fall, dann habe ich entsprechend einen riesigen Preis irgendwo, ne? Also wenn ich hier oben zum Beispiel bin, habe ich einen riesigen Preis, habe aber eine sehr kleine Menge halt, ne? Also, andersrum gesagt, wenn die Nachfrage extrem hoch ist und das Angebot sehr niedrig, dann bin ich halt hier unterwegs. Wenn ich auf der anderen Seite sage, okay, es gibt eine Riesenmenge, es gibt aber, also der Preis ist aber extrem niedrig, dann logischerweise gibt es scheinbar ein Überangebot, das wäre jetzt hier in dem Fall, und die Nachfrage ist extrem gering danach. Deswegen, also die Preise bestimmen sich an Angebot und Nachfrage, vielleicht mal andersrum formuliert. Bedeutet, anhand von Angebot und Nachfrage kann ich bestimmen, wie der Preis ist und wie die Menge gerade ist. Und hier habe ich was, das nennt sich, glaube ich, so ein bisschen wie optimaler Marktpreis. Also das ist genau das, wo Angebot und Nachfrage im Grunde, also wenn die aufeinandertreffen, dann habe ich den optimalen Marktpreis. Wenn genauso viel Angebot ist, wie Nachfrage da ist, dann passt das. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es hier so, wir haben einen Markt, wo eindeutig mehr Nachfrage als Angebot da ist. Das heißt, ich befinde mich, ne, wenn ich mir das Ganze jetzt hier anschaue, irgendwo hier in diesem Segment. Ja, also hier so dran. Bedeutet, ich habe die Möglichkeit, einen relativ hohen Preis zu nehmen. Und dieser Graph soll nur verdeutlichen, was die Gesamtwirtschaft bedeutet. Für dich als Einzelner musst du das natürlich nochmal anders runterbrechen, aber da komme ich gleich zu. Bedeutet aber letzten Endes, dass solange dieses Gleichgewicht hier nicht, jetzt ist wieder was weg, nicht hergestellt ist, solange ist der Preis noch nicht auf der richtigen Höhe. Bedeutet, der Preis passt sich ja immer an, nach Angebot und Nachfrage. Und wenn ich aktuell noch in der Phase hier oben bin, also hier oben drüber irgendwo bin, dann ist es logisch, dass mein Preis auch noch steigen kann einfach. Das ist relativ klar. Das heißt, wir haben gerade, wie gesagt, eine sehr hohe Nachfrage, aber relativ wenig Angebot. Und ich habe die Möglichkeit, einfach mehr Preis zu nehmen. Und das will ich jetzt nochmal auf die Einzelebene bringen, weil das macht es dann vielleicht noch ein bisschen greifbarer. Jetzt gerade für dich speziell. Bedeutet, du hast jetzt, sagen wir einfach mal, einfaches Zahlenbeispiel, du hast 100 Leute, die dieses Jahr was bei dir kaufen möchten. Du hast aber nur die Kapazität für zum Beispiel 80 Leute. Wir haben eine Kapazität. Und ich sag mal Bedarf. So, ganz simpel. Das heißt, 20 Leute müssen auf der Strecke bleiben. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich hier machen kann. Ich kann sagen, okay, diese 20 Leute, die, ja, sage ich halt, das wird nicht, sorry, wir können aktuell das nicht machen. Ist nicht möglich dieses Jahr. Ne, die kann ich nächstes Jahr vielleicht schieben. Nächstes Jahr habe ich auch schon wieder 100 Leute und 80 Leute, die es gerne hätten. Andersrum, 100 Leute, die es gerne hätten, 80 Leute, Kapazität, die ich abliefern kann, abarbeiten kann, bedeutet, das deckt sich irgendwann. Ich habe jedes Jahr 20 Leute, die ich nicht vollfüllen kann. Das heißt, es klappt irgendwie nicht mittelfristig. Bedeutet, was kann ich hier machen? Wenn ich jetzt Folgendes mache, ich habe jetzt 100 Leute Bedarf bei einem bestimmten Preispunkt. Das ist ganz wichtig, die sind bei einem bestimmten Preispunkt, die Leute, die es machen würden. Wenn ich jetzt sage, ich erhöhe meinen Preis, also ich erhöhe das einfach mal, so lange, bis ich nur noch 80 Leute habe. Dann bin ich an dem Punkt, habe ich hier nur noch 80, habe hier jetzt auch 80, habe aber mehr Geld verdient in der gleichen Zeit. Dann bin ich quasi bei meinem optimalen Preispunkt. Also wenn ich genau so viel, ich sag mal, Bedarf von Leuten habe, die was bei mir kaufen möchten, wie ich Kapazität habe, dann habe ich einen optimalen Preispunkt. Man kann hier natürlich auch noch nachhelfen. Das ist jetzt nicht so, ich sage, es ist nur am Preis steuerbar. Ich kann zum Beispiel Marketing machen. Wenn ich jetzt ein bisschen Marketing mache noch, einfach mal, dann wären das 80 Leuten plötzlich wieder 100. Dann kann ich wieder den Preis ein wenig anheben.
natürlich im Verhältnis am besten um mehr, als ich ins Marketing investiert habe. Ne? Das ist logisch. Das heißt, mit diesem Cycle habe ich immer die Möglichkeit, das anzupassen. Das heißt umgekehrt übrigens aber nicht, dass wenn ich hier mal in einer Situation bin, wo ich einen Bedarf von 60 Leuten habe und 80 Kapazität habe, dass ich die Preise auch direkt senken soll. Die Preiserhöhung ist einfach der einfachste Weg, ein paar Leute abzuschrecken und einfach die Marge für sich selber zu erhöhen. Hier bedeutet das, dann sollte ich auf jeden Fall in Marketing gehen und das ausgleichen. Also in der einen Richtung, wenn ich, ich sag mal, zu wenig Kapazitäten habe, sollte ich immer meine Preise erhöhen. Wenn ich zu viel Kapazitäten habe, sollte ich ins Marketing gehen. Dann sollte ich nichts mit den Preisen machen. Das ist vielleicht auch nachvollziehbar irgendwo. Und das ist im Grunde, wie man den optimalen Preispunkt einfach ausfinden kann. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Sorgt aber letzten Endes dafür, dass jeder nach seiner, also unabhängig davon, was für eine Kalkulation er macht, solange mehr Nachfrage als Angebot da ist, das ist definitiv im Handwerk gerade so, jeder seine Preise in die Richtung gestalten kann, dass es für ihn halt wirklich ideal passt. Das ist alles etwas theoretisch, aber ich denke, du konntest den Grundgedanken mitnehmen und das ist ganz wichtig, dieser Gedanke, weil es gibt ganz viele Leute, die mir gerade erzählen, ja, wir kommen gerade überhaupt nicht hinterher, wir haben nicht genug Leute, dies, das, jenes. Wenn ich aber einfach mal die Preise ein bisschen erhöhen würde, könnte ich plötzlich mehr für Marketing für meine Leute rausgeben, also könnte mehr Mitarbeiter gewinnen, könnte mehr Gehälter zahlen, könnte vielleicht auch ohne mehr Leute zu haben, einfach mehr Gewinn machen. Diese ganzen Möglichkeiten habe ich halt nur, wenn ich wirklich darauf achte. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, da war es für dich dabei. Kommentiere gerne drunter, ob du die Preise schon erhöht hast, wie viele sie erhöht hast oder ob du sagst, nee, da geht auf jeden Fall noch was, da kann man noch ein bisschen höher gehen. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.